Moin miteinander. Jo, moin. Moin. Hier ist Hans Kleines Heavy Metal Egg in Krügers Merchandise und Fanartikel Shop in Emden. Ja. Und ich bin hierher gekommen, um die Jungs von Meat Knife zu interviewen. Und zwar aus einem besonderen Anlass, dass sie nach 25 Jahren ja, sich zurückziehen oder anderweitig tätig sind. Und Martin, wie waren die letzten 25 Jahre für dich und wie sieht das, ja, wie waren die letzten 25 Jahre so für dich? Alles fing an mit einem kleinen Demo, 3-4 Songs, die wir aufgenommen haben im Schrebergarten, mit Ralf, Tommy, ja, und meiner Wenigkeit. Irgendwann haben wir gesagt, das müssen wir irgendwann mal verschicken und dann hat auch schon ein Label, Noise Variations. Und dann hatten wir das Angebot, das wir aufnehmen durften. Und dann war die Blacklist auch schon da und dann fing das ganze Gerumpel auch schon an. Hm. Und ja, dann folgten Live-Auftritte und wir wurden langsam in der Szene bekannt und es wurde mehr und mehr. Die zweite Longplayer hat nicht lange auf sich warten lassen. Und so nahm das alles seinen Lauf. Ne? Und wie siehst du die Veränderungen im Laufe der letzten 25 Jahre so? In dem Teil, wo ich Kevin kennengelernt habe, hat sich unser Stil auf jeden Fall verändert. Aber das ist das, was wir auch wollten. Wir haben eine Veränderung gewollt und dafür habe ich dann, wie gesagt, junges Blut gesucht, das wir dann ja auch gefunden haben. Ja. Und somit kam dann natürlich 2015 sind wir angefangen, 2016 kam die Pimple with Pass. Mhm. Ja, ich sag mal so, ich wollte ganz gerne eine kleine Veränderung. Mhm. Ich wollte gerne soundtechnisch was ändern. Das hat Kevin super umgesetzt. Ich wollte gerne Masken mit reinhaben, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was für Masken oder wie. Mhm. Und irgendwann habe ich dann an Clowns gedacht und die sollten ein bisschen böse aussehen. Und dann war es auch schon geschehen, dann waren sie schon da und ja, und schon. Das war so ein bisschen auch beeinflusst, glaube ich, von der Eröffnungsszene von den Dark Knight-Filmen, ne? Ja, genau. Den Überfall von den Clowns. Ah, okay. Und wie hast du dich in den letzten Jahren so eingebracht in Meat Knife? Hast du da irgendwie Songs beigetragen oder stand das schon oder ist das eine Idee von Martin oder? Also ich und Martin, wir arbeiten auf jeden Fall mal sehr eng zusammen beim Songwriting. Tatsächlich schließen wir uns eigentlich meist bei ihm dann zu Hause oder bei mir zu Hause ein, weil wir alle mittlerweile Home Studio zu Hause alles irgendwie reißen und meistens sind es wir beide, die uns dann wirklich verbarrikadieren, bis wir zufrieden sind mit irgendwas. Mhm. Das war die letzten zwei Alben auf jeden Fall so, also Junkie ja. Town und auch The Blue Pass. Ja genau, und dann wird mir das reingeschmissen und dann heißt es, mach mal. Genau so. Dann ist ganz viel Frustration im Proberaum. Seit 1. Dezember habe ich ja beobachtet, dass ihr bis zum 24. Dezember immer so kleine Schnipsel ins Internet gesetzt habt. Genau. So eine Art Meat Knife Puzzle. Ja. Was hat das auf sich? Was erwartet uns da? Also wir werden im Januar unsere letzten drei Gigs spielen und für uns war es wichtig, dass wir noch ein Album hinterher schieben. Na, erstmal war es für mich wichtig, ich musste dich erstmal überzeugen. Ja, ich wollte eigentlich eine Best-of. Viele alte Sachen, aber es ist wirklich schwierig, bei den ganzen alten Scheiben diese ganzen Sachen rauszuhören. Darum haben wir nur unsere Hits genommen, wie The Double Pleasure Dong und weiter. Bobby Fletcher, mehr wollen wir nicht erzählen. Die werden wir auf jeden Fall neu einspielen. Und dazu ist dann natürlich auch was entstanden und ja, das kann mehr dazu kommen, Kevin dann sagen. Ja, also wir haben 2017, als wir in Tschechien auf Tour waren, auf dem Obscene Extreme gespielt haben, hatte ich mit dem damaligen Gitarrist Tobias Benz die Idee, so ein Meat Knife Album, also wir haben das Junkie Town Album, war schon ein bisschen Konzept so, dass es diese drogenverseuchte Stadt ist, sieht man ja am Cover halt auch und wir wollten das noch ein bisschen weiterführen und wollten diese Clowns halt im Weltall sehen. Diese Truppe von Schlägern ja. Und Verrückten, wollten das so ein bisschen auf Space trimmen. So, und dann hat das aber, wollten wir das eigentlich, glaube ich, schon 2018 anfangen, hat aber nicht mehr funktioniert, weil
wir da mehrere Besetzungswechsel hatten und das alles ein bisschen schwierig war, die Truppe zusammenzuhalten. Auch mit den Touren wurde es dann ein bisschen schwieriger, die Leute irgendwie zu motivieren. Und dann haben wir das eigentlich auf Eis gelegt. So, und dann haben wir es jetzt zu den letzten Gigs geschafft, uns alle wieder zusammenzufinden. Jedenfalls die Kerntruppe, sag ich mal, also Jesus, Krüger, Mats und ich. Und ich habe die ganze Zeit schon da irgendwie, wir müssen dieses Album noch machen, weil das Konzept, was wir hatten, halt super cool war. Und hat Martin dann, glaube ich, zwei Demos geschickt, wo er noch so, ja, das ist ziemlich cool. Und bei der dritten Demo hat er dann gesagt, du hast recht, wir müssen das definitiv noch machen. Ja, das Cover ist ja mega geil. Wer ist da denn für verantwortlich? Wer hat das denn verbrochen? Ja, mit Penissen habe ich nichts zu tun. Hast keinen, oder? Doch, aber nicht. Er hat gerade zugegeben. Aber nicht in Pink. Aber nicht in Pink. Das Cover hat Sid Jimmy gezeichnet. Der hat auch schon unser Junkie Town und den Pimpel auch gezeichnet. Die Pimpel hat er auch gemacht. Ja, die letzten zwei Alben haben wir auch schon gezeichnet. Und die Idee dazu, sagen wir, hatten wir auch schon 2017. Das ist im Endeffekt das Originalposter von Das Imperium schlägt zurück. Mhm, nur mit unseren Gesichtern und alles ein bisschen auf Meat Knife umgemodelt. Sitzt ein Konzept hinter dem Album? Also ist alles auf Space ausgelegt? Absolut. Es ist ein, ja, so viel kann ich glaube ich sagen. Es sind 16 Songs und 3 Bonus-Tracks, zu denen ich noch nichts sagen möchte. Mhm. Aber das erzählt wirklich von Song 1 bis Song 16 eine Geschichte. Und also das Album wird definitiv nicht betourt und ist... Nee, also im Januar sind unsere letzten Gigs. 3., 4., 5. Januar. Mhm. Und dann ziehen wir uns zurück. Welche Gründe oder was für Gründe gibt es denn, dass Meat Knife jetzt auf Eis gelegt oder zur Ruhe gebettet wird, oder wie soll man das sagen? Matze ist alt. Ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder so ein bisschen seine eigene Interpretierung kurz einmal fassen. Also ich denke, dass es einfach super stressig geworden ist, nach den ganzen Besetzungswechseln die Leute wirklich zusammenzuhalten. Also es ist wirklich so, dass wir das vor den letzten Shows auch teilweise geschafft haben, in den 2 Monaten einmal zu proben. Was dann wirklich so, wir gehen jetzt auf die Bühne und die Krüger haben so gedacht, ja, klappt das jetzt? Oder so, das vorne in die Hose. Und es war einfach irgendwann nur noch anstrengend. Ja, genau, also ich sehe das genauso. Also es ist wie gesagt, wir sind immer Familie gewesen, von Anfang an. Jeder, der bei uns war, wurde mit Herzen aufgenommen. Ich kann und ich will auch über niemanden was Schlechtes sagen. Sie haben alle ihren Job gemacht und dafür danke ich sie jetzt noch. Aber es wurde echt zu stressig. Und als Krüger dann ankam und zu mir sagte, ich mache einen Laden auf, habe ich mir gedacht, so, okay. Shimon hat der auch bei uns war vorher, auch seine Label gehabt, und dann habe ich gedacht, so, wisst ihr was, das ist jetzt im Januar, sind wir 25 Jahre dabei, da machen wir einen Cut. Mhm. Ich ziehe mich mit meiner Frau zurück, ich werde nur noch mit dem Wohnmobil unterwegs sein, ich will noch ein bisschen von der Welt sehen, und und ich denke mir, 25 Jahre ist ein schöner Abgang. Wir haben noch 3 coole Gigs, wir haben noch unseren Abschlussgig in Emden bekommen, der richtig gut angekommen ist. Mhm. Und das ist auch nicht das. Ja, aber mir kamen auch noch die ganzen Kinder dazu. Ja. Ja, wenn die ganze Zeit weg sein, das ist dann auch irgendwie. Und vor allen Dingen, wie Max auch schon sagte, und Kevin sagt, die Truppe mal zusammenzuhalten, weil da viele Wechsel drin in der Band. Ja. Ein Besatzungskarussell hat sich ja ständig gedreht. Und dann hast du dann einmal eine richtige Truppe zusammen gehabt und dann ging der wieder oder haben der nicht oder dann hat es hier wieder nicht gepasst und da wieder nicht gepasst. Und letztendlich, ich meine, Max und ich sind jetzt auch am längsten dabei und geschlaucht ganz gut. Also ich war immer der Meinung, wenn wir live spielen, dann will ich auch, dass wir rauskommen. Mhm. Wir haben immer einen Gig hier in Ostfriesland gehabt, aber wir sind sonst immer nur auswärts gewesen. Und wir haben, keine Ahnung, in guten Zeiten, jetzt nicht mit den Jungs ab 15, aber davor, haben wir immer so zwischen 100 und 150 Gigs im Jahr gehabt. Ja. Und das war schon fast jedes Wochenende, wo wir weg waren. Und plus die Touren, die noch on top kamen. Aber auf den Festivals, wo wir spielen wollten, haben wir gespielt. Genau, wir haben alles durch, was wir wollten. Haben wir auch schon gehabt. Ich wollte unbedingt gerne nach Mexiko, da wolltest du ja unbedingt hin. Das haben ich wäre gerne noch aufs Partisan gekommen. Ja. Ich habe alles probiert, ihr Verdammten. Aber
Es hat nicht geklappt. Ja. Und auch wenn sie mich jetzt fragen würden, würde ich Nein sagen. Okay. Da hat der Matze seinen Stolz. Und das ist auch keine umgekehrte Psychologie. Nee, also es wäre für mich, wäre das noch eins meiner absoluten Highlights gewesen. Mhm. Das Partisan hätte ich gerne noch gemacht. Ich hätte sogar bezahlt. Aber egal. Hat nicht sollen sein. Wir waren in Mexiko, das war gut. Obscene Extreme. Obscene Extreme. War der Wahnsinn. War der Wahnsinn. Faxo Commerce war Hammer. Es waren einfach nur geile Sachen dabei. Wie kommen aus Friesen eigentlich nach Mexiko? Außer mit dem Flugzeug. Ich habe, sagen wir mal, ich habe meinen Kontakt ja wirklich nach überall. Also ich habe Kontakt mit Japanern, mit Mexikanern und nach Kolumbien, überall. Sogar nach Australien. Wir haben Fans in Australien. Ich sage immer so, wenn ich die Fotos bei Facebook poste, dann habe ich mal eine Nachricht bekommen, sag mal, willst du mich nicht verarschen? Ne? Ist das eben ein Kollege, den, wo du schreibst, der kommt aus Australien? Nein, der kommt wirklich aus Australien. Ich mich hat letztens aus Bogotá angeschrieben und hat ein T-Shirt von uns angehabt. Und das ist ja unten in Kolumbien, die letzte Ecke oder was weiß ich. Ja, das ist Hammer. Also der Kontakt ist auf jeden Fall da. Also in der Szene seid ihr ja eigentlich schon eine gestandene Größe. Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall viel gesehen und wir haben eine eingeschworene Zuhörerschaft, definitiv. Ja, ja, gerade im Osten ist es auch sehr, sehr schlimm. Ne? Ja, nicht nur im Osten, halt auch in... Ja, ja, ich meine, aber so die Slam-Bitches sind ja nun, also das ist ja mal ein Wort, was man mal einfach in die Gruppe schmeißen darf, Slam-Bitches. Ja, die Slam-Bitches sind die Fans unserer ersten Stunde, sagen wir mal. Ja. Wir haben unseren ersten Gig um 2000 gehabt. In Braunschweig, in B58 war das, glaube ich. Und danach folgte gleich ein Gig in Gosmar oder so. Und da haben wir die Slam Bitches kennengelernt und die sind wirklich die Fans der ersten Stunde. Das ist so eine Gemeinschaft von 10, 12 Leuten. Und ja, wir lieben sie absolut. Die sind immer noch bei uns. Die folgen uns auf Schritt und Tritt, egal wo wir sind. Wenn sie sehen, wir spielen irgendwo, dann fahren die auch ein paar Kilometer, um uns zu sehen. Und das ist schon gewaltig. Also. Wie ich ja nun weiß, durch meine Arbeiten und sowas, oder Arbeit oder mein Hobby, ihr bleibt der Musikwelt ja erhalten, zumindest ihr beiden und du mehr im Merchandise-Bereich. Ja, ich habe auch meine, ja, wie sagen wir, das ist halt für mich ein Hobby, ne? so Punk. Das ist Punk Metal, ist das. Mhm. Also ich habe da auch noch eine Band, Lars Axel Down. Hallo Sascha. Und mit dem Proben Metal um die Ecke. Aber mit dem kommst du großartig nicht raus. Also er ist auch selbstständig, hat so viel zu tun, dass es eigentlich, wenn wir mal einen Gig haben, dann ist es auch, glaube ich, nur hier in Ostfriesland. Eine Sache noch, also Meat Knife ist definitiv vorbei nächstes Jahr. Aber wir haben uns überlegt, also jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir das Interview aufnehmen, ist der Song schon raus. Wir haben einen Weihnachtssong gemacht. Der sollte am 26. oder 25. Dezember rauskommen. Ja. Und das wollen wir zu einer jährlichen Tradition machen. Also einmal im Jahr gibt es einen Meat Knife Song. Ja, ich mache erstmal, also wie gesagt, ich ziehe mich zurück. Ich will noch ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen. Das ist wichtig. Und ich habe noch Mike von Duramata dabei. Ich habe mein Projekt Duramata noch am Laufen. Wir beginnen demnächst mit Kelly Family auf Tour. ja. Schaut euch Duramata an, das ist Duramata ist alte Schule, halt wie Meat Knife angefangen hat. Das mache ich, wie gesagt, alles so ein bisschen nebenbei. Da werden auch ein paar Gigs kommen, ja, aber es ist definitiv nicht so viel wie mit Meat Knife. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so zum Ende. Habt ihr noch irgendwie ein Abschlusswort, was ihr unbedingt loswerden möchtet? Also ich muss sagen, dickes Dankeschön an alle Fans, die uns die ganzen Jahre begleitet haben. Es war einfach phänomenal anzusehen, wie diese Meat Knife Riege nach oben gestiegen ist. Ich kann euch da nur für danken und stay grind. Ich schließe mich den Worten von Matze an. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wird mir ein bisschen fehlen und ihr werdet mir auch fehlen. Ich schließe mich dem auch größtenteils an.
Und ihr müsst alle bei einem einkaufen gehen. Ja, klar. Ja, super coole Sachen. Da findet ihr bestimmt was. Fix Your Style, bei Krügers. große Straße 25. Richtig, genau. In Emden. In Emden. Ja, hiermit beende ich denn das Interview. Das war sehr nett mit euch. Vielen Dank, Hans. Sehr viel Spaß gemacht. Und ich verfolge eure musikalische Aktivitäten weiterhin, in welche Richtung auch immer das gehen mag. Wird interessant. Und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwo auf dem Konzert oder... Genau, besoffen vor der Bühne. So, ja. Richtig. Als Nicht-Alkoholiker ist das sehr schwer, aber... Achso. Okay, gehört klar. Das zu. Okidoki. Tio. Perfekt. Ah, wieder nicht. Alle das Timing nicht.